Ja, die Miele W2597 macht ja Folgendes: Ausschalten, einschalten. Da blinkt alles wunderschön. Man wählt hier eine Funktion. Und die Lämpchen gehen aus, also beziehungsweise wird dunkel. Die Beleuchtung und zeitweise schaltet sich ab. Mal sehen, macht das jetzt hier, ob sich hier abschaltet. Ja, die Spannung hier für die Elektronik geht runter unter 5 Volt. 9 Volt Kondensator ist schon neu getestet und da geht alles aus und bleibt stehen. Ja, wie gesagt, die Spannung hier geht ja runter. Ich kann jetzt mal versuchen zu messen. Muss mal aufpassen. Kann die Kamera nicht mal Platz finden. Ich mache die Kamera. Nachschauen. Ich mache jetzt ja so in etwa messen kann. Naja, klemm mir mal dort ein Kruppel, damit es nicht zu viel wird hier mit dem. Jetzt bleibt er an. Wir lassen einfach das Video laufen. Weil das jetzt nicht wirklich geöffnet ist. So, die Spannung hier messen. Das 1, oh, 3 Volt. 4, ah, warte mal, das kann man gar nicht sehen hier. Das sind ja 3, 4, also ist schon zusammen. Ja. Und jetzt kann man sehen, was die Maschine macht. Meldet ein Error. Und die Lämpchen hier, die LEDs, die flimmern. Es flimmert eigentlich alles, ne? Das bedeutet, die Spannung ist zusammen gefallen. Hier haben wir noch ein. Die Kamera wieder positionieren. Der Netztrafo. So, und dann schauen wir nach bei der Netztrafo. Krokodil hier raus, Wechselspannung, dann gehen wir hier 20, ich weiß nicht, ob man jetzt so einfach rankommen kann hier. Ja, und da sind ja 3,4 Volt, 3,6 Volt. Und das könnte bedeuten, dass der Transformator hier defekt ist. Ja, also das kann man gut sehen, hat man gesehen, da sind ja die Wechselspannung bricht zusammen. Der Trafo wird ja nicht kalt oder warm oder passiert eigentlich gar nichts. Ich mache das Gerät aus, bevor was anderes umspinnt hier. Also ich tausche mal den Trafo aus und dann schauen wir nach, was passiert. Aber wie gesagt, auch wenn der Kondensator hier, der kann ja auch defekt sein, der 470 μ. Aber in dem Falle hier sieht so aus, als der Netztrafo defekt war. Also nochmal eine kleine Korrektur hier. Ich war mit meiner Messspitze nicht so gut dran. Der Trafo, der liefert sein 20 Volt. Nur die 25 Volt sind da. Nur hier müssten 12 Volt sein. Die sind auch da, solange ich kein Programm starten, dann brechen die zusammen. Dann gehen auf 5 Volt runter und da reicht natürlich die Spannung nicht mehr. Also es war klar, ich lasse aber den Video so wie es war davor. Für die Information, der Trafo ist nicht defekt, die 20 Volt bleiben vorhanden. Hier sind dann die, weiß ich nicht genau, kann ich mit einer Hand messen und eine filmen. Das ist relativ schlecht, ich werde alles aufbauen. Ob das jetzt im Bild ist, müsste da sein. Na, ich bin jetzt auf 28 Volt und wenn ich hier messe, sind jetzt ich gehe auf 20 Volt 5 Volt, jetzt gehe ich mit dem Programm auf 0, die Spannung geht auf 5 Volt, 6 Volt, da sieht man schon, Spannung steigt. Und irgendwann wird 12 Volt daraus sein. Oder ich schalte das Gerät aus.
Jetzt sind die 12 Volt da. Ausschalten, einschalten, ein Programm wählen. Ist alles noch weiterhin gut, so gut. Ja, Start-Taste und bricht alles zusammen. Man kann natürlich die Elektronik nicht mehr mitarbeiten. Also der muss ja auf jeden Fall die Platine rausnehmen und mir kurz mal den IC anschalten dort. Hier mal kurz die Information zu den Step-Down-Konverter, hier die MC34163. Das ist ja mal so, man findet die Informationen im Internet. Ja, der IC haben wir festgestellt, der wird richtig heiß. Entweder ist ein zu hoher Stromverbrauch am Ausgang oder das Teil ist defekt. So, ich habe mir das hier aufgebaut, also die Elektronik raus, ne? Damit ich sehe, was passiert. Aber bitte sowas auf gar keinen Fall nachmachen. Die Spannung ist hier eingelegt, direkt an Trafo. Und das ist die Elektronik, damit ich die Temperatur und die Spannung bzw. Verbrauch kurz messen kann. Und wenn das Gerät jetzt nicht in Betrieb ist und die Funktionen, also die Elektronik erkennt das und startet natürlich klar kein Programm. Aber für mich ist wichtig, das zu überwachen, ob hier ein Temperaturunterschied ist oder nicht, je nachdem, was passiert. Deswegen gehe ich mal kurz hier ran, messe jetzt die Spannung, sind 11,5 Volt. Ja, und schaue nach, ob hier, das kann man gar nicht sehen. Ja, ist immer wieder doof, mit der Hand hier zu messen. Ja, so steht das Teil da. Also haben wir hier die 11,5 Volt. Das ist der Down-Konverter hier. Die Daten, die sind schon da. Da sind die 12 Volt. Hm. 4,85, das ist ein 78 MC M05, der Klassiker. Ach, der wird ja richtig heiß. Ich glaube, der Down-Konverter ist defekt. Kann ja schlecht, also so 40 Grad in. Es fühlt sich nach mehr als 40 Grad. 51 wird eingezeigt. Zehngültig K.O. das Ding. Temperatur steigt. Man kann ja hier sehen 53. Und wie gesagt, jetzt momentan nicht in Leerlauf. Aber das ist nicht in Ordnung. Da muss ich den Konverter tauschen. Hier der MC. Ansonsten komme ich nicht weit. Schauen wir mal nach, was passiert jetzt hier. Bleibt auf 11,5. Ja. Ich brauche einen neuen, ansonsten komme ich nicht weiter. Ich muss das Teil tauschen erstmal. Ja, ich habe hier den Konverter und den Stabi. Der 7805 erneuert. Das sind die alten. Und dann messe ich jetzt. Na, bei den so alles wieder reinpasst hier im Bild. Da habe ich 4,85 Volt. Okay, damit kann ich erstmal leben. Ich lasse das laufen erstmal und zu sehen, was passiert. Und dann werde ich später einbauen und schau nach. Die Maschine ist schon. Schleuderprogramm ausgewählt. Man sieht, es flackert nichts mehr. Die Maschine schleudert. Ja, und da ist die Platine mit dem ja, montiert mit dem ausgewechselten Teil. Ja. Okay, ja,
Glück gehabt, scheint zu laufen. Hab sie laufen lassen. Alles okay. Ne? Also 27 Volt, dann 12 Volt der Downconverter und der 78,5 macht die Stromversorgung die Elektronik vorne. Temperatur jetzt auf der MC ist um die 30 Grad, nicht mehr 60. Das Teil war defekt, aber wie gesagt, sicherheitshalber habe ich den kleinen Abend getauscht. Ja, der 78,5 für die 5 Volt. Doch fertig, die Mille läuft, alles wunderbar.